In der Geburt triumphiert das Leben über den Tod. Geburt ist Hoffnung. Geburt ist Erneuerung. Als in Kerpen 1813 der Sohn des Schäfers Kolping geboren wird, erlebt Europa die Geburtsstunde einer neuen Bewegung. Fortschritt. Die bisherigen Vorstellungen des Machbaren werden von schier grenzenlosen Kräften zermalmt. Gerade noch haben die Straßenkämpfer in Paris für Freiheit gestritten, da tritt die Maschine dem Menschen gegenüber. Zeitenwende. Warte ein, Kolping! Warte! Ja, was ist denn, Wagner? Schon wieder Brotzeit? Wir wollen doch vorankommen! Wie schaust du denn schon wieder, Kolping? Denkst wieder an dein Abitur? Wir sind einfache Handwerksgesellen und keine Studenten. Und das ist auch gut so. Wir sind Prachtexemplare. Für Bücherwürmer interessieren sich die Weiber nicht. Aber auf uns beide. Ja, da warten sie nur. Halt mich für verrückt, Wagner. Ich höre eine Stimme. Ja, ich höre sie auch. Das ist die Stimme der Großstadt. Sie ruft uns. Köln, wir kommen. In der Provinz regiert die Enge, die Konvention und das Verbot. Verpestet ist die Luft von Zwängen und davon kriege ich Atemnot. Endlich dreht die Welt sich weiter, sie stand viel zu lange still. Köln ist erbaut aus Möglichkeiten. Hier werde ich endlich tun und lassen, was ich will. Und war auch früher alles anders, zu beschränkt und kleinkariert.
dann ist es jetzt mal an der Zeit, dass hier endlich was passiert. Hier zog das pralle Leben und wir beide mittendrin. Die Stadtluft macht uns frei. Also schwing die Hufe, Kolping, nichts wie her. Das ist meine Stadt mit ihren Menschen und Lichtern. Das ist meine Stadt mit ihren tausend Gesichtern. Jeder Mensch ist frei. Herkunft einerlei treibt dich der Lebenshunger. Hier wirst du satt. Köln ist meine Stadt. Und habe ich zu viel versprochen? Genau unser Format. Die Gesellenkluft, sie drückt. Ich halte es kaum noch länger aus. Die Weiber machen mich verrückt. Welche nimmt mich mit nach Haus? Wo sind die großen Büchereien? Von A bis Z mach ich mich schlau. Ich forsche lieber noch im Freien. Mein ganzes Studium gilt der Frau. Das ist meine Stadt mit ihren Menschen und Lichtern. Das ist meine Stadt mit ihren tausend Gesichtern. Jeder Mensch ist frei. Herkunft einerlei treibt dich der Lebenshunger. Hier wirst du satt. Köln ist meine Stadt. Stadt. Bestens. Es ist hellichter Tag und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als zu singen und zu tanzen. Was kann es denn Besseres geben? Ein junger, kräftiger Mann. Suchst du Arbeit? Für den Moment bin ich ausgelastet. Seid ihr Schreinermeister? Schreinermeister! Das ist gut! Mir gehört die größte Stahlfabrik der Stadt, du Komödiant. Stell ich ein. Da habe ich immer was zu lachen. Wie Narren steht ihr da in der Gesellenkluft? Ja, ist denn heute Maskenball im Antiquariat? Eure Tradition hat üblen Mundgeruch. Den alten Bräuchen wächst schon bald ein Bart. Ja, ja. Schaut mich an, ich bin ein Mann der allerersten Stunde. Ich bin gescheit und gehe mit der Zeit. Wirtschaft, Wachstum, Kapital sind in aller Munde. Der Fortschritt, er macht vor keinem Halt. Geld allein macht glücklich, das ist meine Philosophie. Deshalb ist Maximalgewinn die Firmenstrategie. Geld regiert die Welt, nur wer es hat, kann mitregieren. Jedem winkt der Hauptgewinn.
weil sich halt nur ein Mann mit Geld alles leisten kann. Meine Firma liefert die Schienen für die Rheinische Eisenbahngesellschaft und niemand sonst. $5 für jeden, der sich auf der Stelle entschließt, in meiner Fabrik anzufangen. Das Angebot endet bereits in der nächsten Minute. Der Zug in die Zukunft fährt in diesen Sekunden ab. Kolping, ich hab's dir gesagt. Das sind die neuen Zeiten. Hier liegt das Geld auf der Straße. Hier weht ein anderer Wind. Bei dir herrscht jedenfalls vollkommene Windstille. Leb wohl. Vom Bücherlesen und Beten wird der Herr Sonderling jedenfalls nicht satt werden. Hast du denn gar keinen Stolz in der Brust? Wer will denn um jeden Preis Pfaffe werden? Und wer jammert mir die Ohren voll, dass die Abstammung ihn hindert? Und wie ungerecht das ist, wie schrecklich ungerecht. Nach Handwerkerstolz kriegt mir das aber nicht gerade. Den Zug in die Zukunft, ich verpasse ihn nicht. Geld regiert die Welt. Nur wer es hat, kann mitregieren. Jedem winkt der Hauptgewinn. Man muss nur was riskieren. Geld regiert die Welt. Wer es nicht hat, steht hinten an. Weil sich halt nur ein Mann mit Geld. Weil sich halt nur ein Mann von Welt. Weil sich nur ein Mann wie ich alles leisten kann. Da ist immer noch nix. Es ist nix.
Chi guidi a una meta di salvezza dei vincenti della storia, concedi all'umanità inquieta il dono della vera pace, perché possa riconoscere in una gioia senza ombre il segno della tua misericordia. Als ich nach Jahren wieder zurück nach Köln kam, war ich tatsächlich Priester geworden. Der Fabrikant Karcher war inzwischen einer der mächtigsten Männer in Köln geworden, auf Kosten einer versklavten Arbeiterschaft. Die Menschen waren innerhalb weniger Jahre zu namenloser Ware verkommen. Beten allein half ihnen nicht mehr. Ich suchte nach einem Ausweg für die Menschen der Welt, die ich kannte. Das Handwerkerleben, die Gesellen. Die veränderten Arbeitsverhältnisse, der gesellschaftliche Umbruch, all dem waren sie schutzlos ausgeliefert. Im Modell des Gesellenvereins sah ich eine Chance, um dieser Menschenverachtung ein Zeichen entgegenzusetzen. Doch das brauchte Zeit. Aber Karl hatte gar keine Zeit mehr. Seine Verzweiflung war längst ins Unermessliche gewachsen. Als in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts die Arbeiter auf die Barrikaden gingen, war Karl mitten unter ihnen. Hätte ich ihn retten können? Mein Gott, Karl, wo bist du nur gewesen? Seit Tagen warte ich auf ein Lebenszeichen von dir. Verzeih mir. Ich musste ganz sicher gehen, dass mich keiner findet. Du hast tatsächlich dieses Attentat auf den Karcher begangen. Die Zeitungen sind voll davon. Thank you.
Konvention und das Verbot. Verpestet ist die Luft von Zwängen und davon kriege ich Atemnot. Endlich dreht die Welt sich weiter, sie stand viel zu lange still. Köln ist erbaut aus Möglichkeiten. Hier werde ich endlich tun und lassen, was ich will. Und war auch früher alles anders, zu beschränkt und kleinkariert. Dann ist es jetzt mal an der Zeit, dass hier endlich was passiert. Hier zog das pralle Leben und wir zur Ruhe kommen? Immer bist du auf der Flucht. Wovor läufst du davon? Sag es mir, Karl, wovor? Was ist bloß aus mir geworden? Susanne, komm und zieh mich doch nur an. Ein armseliger Säufer und Versager. Der nicht für seine Frau und Kinder sorgen kann. Ich hab hilflos zugesehen, wie du zerbrichst an deiner Last und wie du Stück für Stück den Halt in mir verloren hast. Wir träumten einst den gleichen Traum, doch er ist mir unterwegs verloren gegangen. Doch egal, was auch geschehen ist, es ist noch nicht zu spät, um nochmal ganz von vorne anzufangen. Komm zurück in unseren Traum. Hier bei mir, komm und gib unserer Liebe einen Raum. Komm zurück in unseren Traum. Komm zurück, ich komm zurück.
in unserem Schon wieder, Karl. Bleib bei mir. Heute ist der Tag, an dem ich alles zum Guten wende. Um Himmels Willen, Karl, nein. Sie haben Soldaten zusammengezogen. Ich bin voller Zuversicht. Dieser Tag wird alles verändern. Du wirst schon sehen. Leb wohl. Karl! Nein! Köln, wir kommen! In der Provinz regiert die Enge, die Konvention und das Verbot. Verpestet ist die Luft von Zwängen und davon kriege ich Atemnot. Endlich dreht die Welt sich weiter, sie stand viel zu lange still. Köln ist erbaut aus Möglichkeiten. Hier werde ich endlich tun und lassen, was ich will. Und
war auch früher alles anders, so beschränkt und kleinkariert. Dann ist es jetzt mal an der Zeit, dass hier endlich was passiert. Ihr zog das pralle Leben und wir beide mittendrin. Die Stadtluft macht uns frei. Also schwing die Hufe, Kolping, nichts wie her. Das ist meine Stadt mit ihren Menschen und Lichtern. Das ist meine Stadt mit ihren tausend Gesichtern. Jeder Mensch ist frei. Herkunft einerlei treibt dich der Lebenshunger. Hier wirst du satt. Köln ist meine Stadt. Und habe ich zu viel versprochen? Genau unser Format. Die Gesellenkluft, sie drückt. Ich halte es kaum noch länger aus. Die Weiber machen mich verrückt. Welche nimmt mich mit nach Haus? Wo sind die großen Büchereien? Von A bis Z mach ich mich schlau. Ich forsche lieber noch im Freien. Mein ganzes Studium gilt der Frau. Das ist meine Stadt mit ihren Menschen und Lichtern. Das ist meine Stadt mit ihren tausend Gesichtern. Jeder Mensch ist frei. Herkunft einerlei treibt dich der Lebenshunger. Hier wirst du satt. Köln ist meine das Stadt. Stadt. Thank you.
Ihr habt einen Menschen sterben sehen. Nun frag ich euch, wie wollt ihr leben? Habt ihr noch den Mut, füreinander einzustehen? Oder habt ihr euch schon aufgegeben? Wollt ihr von der Wiege bis zur Bahre getrieben werden wie das blöde Vieh? Der Mensch ist keine namenlose Ware. Unterwerft euch nicht dem Gott der Industrie. Glaubt mir, so kann es nicht weitergehen. Denn jeder kämpft hier nur für sich. Neue Wege könnt ihr nur gemeinsam gehen. Einer alleine schafft das nicht. Durchbrecht die hohen Mauern, die euch trennen. Ihr wart viel zu lang allein auf euch gestellt. Gebt euch als Menschen zu erkennen, erst dann verändert ihr die Welt. Steht auf und gebt der Welt ein Lebenszeichen. In jedem von euch brennt dasselbe Licht. Noch ist es dunkel, doch die Nacht wird weichen. Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht. Als ich zu den Barrikaden geeilt bin, war es bereits zu spät. Ich sah dich da liegen, deinen entseelten Körper, einsam und verlassen. Genau das darf doch nicht geschehen. Dass ein Mensch alleine gelassen wird, mitten unter Menschen. So trostlos dein Tod auch war, mir wurde klar, dass ich den richtigen Weg bereits eingeschlagen hatte. Ich musste ihn nur weitergehen. Die Idee des Gesellenvereins traf doch den Nagel auf den Kopf. Es gab nur eine einzige Sache zu tun. Diese Gemeinschaft so groß wie möglich werden zu lassen. In diesem Augenblick, Karl, habe ich verstanden, dass sich die Welt verändern lässt und Gott das nicht nur duldet, sondern es von uns verlangt. Diese Wahrheit sagt sich leicht, aber sie ist groß und mächtig. Steht auf und gebt der Welt ein Lebenszeichen. Gesicht.